Halleluja. Wir wollen zusammen aufstehen und wollen mit Gebet starten. Jesus, wir sagen dir Danke für diesen heutigen Abend. Wir sagen dir Danke für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Wir sagen dir Danke, dass am Kreuz alles vollbracht ist in Jesu Namen. Wir sprechen gemeinsam aus. Es ist vollbracht. Vater, wir sagen dir Danke, dass es vollbracht ist in unseren Familien, vollbracht ist in unseren Herzen, vollbracht in unserem Körper, vollbracht in den Gemeinden in Jesu Namen. Und wir sprechen aus, hier ist ein Ort der Heilung. Hier ist ein Ort der Befreiung, hier ist ein Ort der Wiederherstellung, hier ist ein Ort der Freude in Jesu Namen. Und wir schmeißen jetzt jede Depression raus, jeder Geist der Schwermut raus in Jesu Namen, alles Bedrückte raus in Jesu Namen. Und wir sprechen aus Freiheit und Freude im Heiligen Geist in Jesu Namen. Und alle sagen, Amen. Sag mal deinen Nachbarn, nimm die Freude mit auf deinen Platz. So, ganz besonders begrüße ich auch die Leute an den Bildschirmen. Schön, dass du eingeschaltet hast, schön, dass du dabei bist. Erwarte heute, dass auch die Herzen berührt werden, auch da, wo du jetzt bist, da, wo du jetzt zuschaust. Wir begrüßen die Leute aus Österreich, aus der Schweiz, aus Südtirol, aus Liechtenstein und hier aus Deutschland ganz besonders. Schön, dass ihr dabei seid. Mit Jesus durch die Wüste. Wer von euch hat schon mal eine Wüstenzeit erlebt in seinem Leben? Das solltet ihr hören, ihr Online-Zuschauer. Hier war ein... Genau. Mit Jesus durch die Wüste. Wer von euch hat es überlebt in der Wüste? Die Tatsache, dass du hier bist, heißt, du hast überlebt. Genau, genau. Ich komme gerade zurück aus Wüstenländern. Wir waren in Paraguay, 45 Gottesdienste in 20 Tagen. Richtig stark, was Gott gemacht hat, genau. Davor waren wir in Israel, war auch nicht arg weniger von der Temperatur. Ich habe mich gefühlt wie in der Wüste, aber war richtig, richtig stark, was Gott getan hat. Letztes Wochenende waren wir in einem Kloster, da waren 54 Leute da, war richtig, richtig stark. Mit 20 Leuten haben wir da Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt, Taufen im Heiligen Geist. Und der Höhepunkt war, 150 bis 200 Leute haben sich für Jesus entschieden. Leben für Jesus Christus, war richtig, richtig, richtig gut. Gott ist gut. Und es geht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und je größer die Herrlichkeit, desto größer die Angriffe. Und lasst uns aber nicht auf das Problem schauen, lasst uns auf die Herrlichkeit schauen, ja? Und so möchte ich dich einladen, bevor ich meine internationale Reise begonnen habe, habe ich gesagt, ich möchte bewusst mit Jesus starten. Nicht im Dienst, sondern mit Jesus. Und habe mir eine Auszeit gemacht, habe mir ein Haus in Österreich, war ich da, Handy aus, Internet aus, keine Menschen um mich herum, keine Predigten, nix. Nur ich und Jesus, habe gebetet, gefastet und Gott hat mich in den Himmel mitgenommen, hat mir ein paar Botschaften gegeben für uns und die bringe ich jetzt raus. Wollt ihr sie hören? Ja. Wunderbar, mach dein Herz auf. In dieser Zeit, wo ich in meiner Auszeit mit Gott war, habe ich die ganze Bibel durchgemacht. 10 bis 12 Stunden nur Bibel hören und lesen, die ganze Zeit. Von A bis O, also von 1. Mose bis Offenbarung. Es war richtig, richtig gut. Und als ich mein Himmelserlebnis hatte, hat Jesus mir gesagt, dass es gut war, dass ich in dieser Auszeit das ganze Wort Gottes durchgegangen bin. Denn das Wort Gottes ist ein Schlüssel in Zeiten der Versuchung. Er zeigte mir die Situation aus Matthäus Kapitel 1 bis 11, was wir gleich lesen werden, als er vom Satan versucht wurde, und nur durch das Wort Gottes geantwortet und überwunden hat. Das Wort Gottes ist der Schlüssel für den Sieg in Zeiten der Versuchung. Jesus sagt mir, in den nächsten Monaten werden viele in meinem Volk in Wüstenzeiten kommen. Und in genau diesen Wüstenzeiten und in Zeiten der Schwäche wird der Teufel meine Kinder versuchen. Ich erinnerte mich an 1. Petrus Kapitel 5, Vers 8. Seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Genau in diesen Wüstenzeiten braucht mein Volk das Wort Gottes und das Schwert des Geistes, um in Zeiten der Versuchung dem Teufel zu widerstehen und zu überwinden. Daniel, lehre mein Volk, dass sie ihre Autorität und mein Wort kennen und in Anspruch nehmen müssen,
damit sie genau in solchen Wüstenzeiten überwinden können und nicht fallen werden. Matthäus Kapitel 4, Vers 11. Als der Teufel mich in die Wüste, als der Teufel mich in der Wüste verlassen hat, kamen Engel von meinem himmlischen Vater und haben mir gedient. Jesus sagt mir, in den nächsten Monaten werden einige in meinem Volk genau solche Engelsbegegnungen haben. Jedoch müssen sie zuerst siegreich durch die Zeiten der Versuchung in der Wüste gehen. Wer von euch möchte Engelsbegegnungen haben wie bei Jesus? Das ist richtig cool mit Engeln. Wir könnten jetzt anfangen zu erzählen, unsere Engelsbegegnungen, was ihr erlebt habt und was ich erlebt habe. Das ist wirklich super, wenn Engel vorbeikommen und dir helfen. Mal kurze Frage, ihr müsst nichts erzählen, aber wer von euch hat sowas schon mal erlebt, eine Engelsbegegnung? Okay, gibt schon ein paar hier, sehr gut. Und wenn die kommen, das ist richtig cool. Die machen Türen auf, die sonst nicht möglich sind. Und Jesus selber hat das erlebt. Da war eine Versuchung, wir gehen gleich hinein. Und in dieser Versuchung hat er überwunden. Und ganz am Ende kommen die Engel und dienen ihm. Und stell dir mal vor, wenn ein Engel kommt, um dir zu dienen, dann ist dir gedient. Und solche Engelsbegegnungen werden zustande kommen. Aber Jesus hat gesagt, mein Volk muss erst durch diese Zeiten der Wüste gehen, erfolgreich. Und deswegen wollen wir das lernen. Wir wollen lernen von Jesus Christus. Wir wollen lernen, was er uns beigebracht hat. In Matthäus Kapitel 4, Vers 1 bis 11 wollen wir zusammen lesen und wollen hineinschauen. Was hat Jesus getan? Was hat Jesus gemacht, als er in der Wüste war? Und was können wir heute für uns mitnehmen, um erfolgreich in diese Zeiten mit Jesus durch die Wüste zu gehen? Matthäus Kapitel 4, Vers 1 bis 11, ich lese. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um vom Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er beantwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot alleine soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Vers 7. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Halleluja. Eine sehr interessante Geschichte. Wir wollen hineingehen, mal vom ersten bis zum letzten Vers. Vers 1, da steht drin, und dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Lest mal, was hier steht. Jesus wurde von dem Geist in die Wüste geführt. Nicht in den Gottesdienst. Er wurde in die Wüste geführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Der Geist hatte einen Plan mit Jesus. Und der Geist führt ihn in die Wüste. Manche Leute denken, mein Ex-Mann ist schuld an meiner Wüste. Mein Chef ist schuld an meiner Wüste. Mein Kollege hat mich gemobbt, ich bin deswegen in der Wüste. Kann es sein, dass der Geist
dich in die Wüste führt, weil er weiß, dass du überwinden wirst. Weil er weiß, dass danach eine nächste Ebene der Herrlichkeit auf dich wartet. Kann es sein, dass der Geist etwas zulässt in deinem Leben und nicht die anderen Leute schuld sind, sondern Gott etwas zugelassen hat in deinem Leben mit einem Ziel, damit du versucht wirst? Halleluja. Kann es sein, dass nicht dein Vater oder deine Mutter oder dein Pastor oder deine Familie oder dein Arbeitgeber schuld ist? Kann es sein, dass Gott es zugelassen hat in deinem Leben, damit du vom Teufel versucht wirst? Stell dir mal das vor. Genau das hat Jesus erlebt. Ich möchte dich einladen, nicht auf den Grund zu gehen, warum du da bist, wo du bist, sondern auf den Grund zu gehen, wie man da rauskommt, wo du da bist. Als ich damals unheilbar krank war, haben die Ärzte gesagt, hey, in 2 Jahren wirst du im Rollstuhl sein, es ist zu Ende mit Reisedienst, du wirst kein Studium machen können. Nein, es ist zu Ende. Aber es ist niemals zu Ende, bis Gott nicht sagt, es ist zu Ende. Es ist unmöglich. Keine Therapie kann dir helfen, keine Medizin kann dir helfen. Unmöglich, unheilbar, geht nichts mehr. Aber was unmöglich ist bei Menschen, ist möglich bei Gott. Da war eine Versuchung in meinem Leben, um vom Teufel versucht zu werden. Ab in die Wüste. Und da war eine Wüstenzeit in meinem Leben, wo Gott hat gewusst, ich bin mehr als ein Überwinder durch Christus Jesus. Und ich bin so dankbar für uns als Gemeinde, die mich durchgebetet hat, durchgefastet, mich auf Händen des Gebetes getragen hat, wie dieser Gelähmte. Kennt ihr den Gelähmten? Mit 4 Freunden durchgetragen. Und ich bin so dankbar für eine Gemeinde, die betet und fastet und nicht aufgibt. Halleluja. Jesus war am Anfang seines Dienstes und bestimmte Türen müssen sich öffnen. Und bestimmte Türen werden erst dann geöffnet, wenn man erfolgreich durch Wüstenzeiten durchgeht. Du wirst in der Wüste nicht verstehen, warum. Weißt du nicht. Ich habe nicht kapiert, warum hat Gott es zugelassen mit der unheilbaren Krankheit. Heute weiß ich es, aber nicht damals. Und ich möchte dich ermutigen, frag nicht warum. Hör auf mit dieser Frage, warum. Frag wie. Gott, wie komme ich da raus? Gott, was willst du mir zeigen da drin? Wie kann ich mit dir da drin überwinden? Und das zeigt uns Jesus. Der Geist hat Jesus in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Jesus hat nicht rumgemacht und gesagt, Gott, warum lässt du das zu? Vater, warum? Geist, was machst du hier? Nein, er hat es einfach zugelassen. Er wusste, es wird nicht einfach. Aber es war eine Versuchung, damit die nächste Stufe zustande kommt, damit wir heute gerettet sein können. Wow. Am Kreuz hat er was gesagt? Es ist vollbracht. Habe ich extra ein T-Shirt mitgebracht? It is finished auf Englisch, ja. Es ist vollbracht. Genau zwischen Karfreitag und Ostersonntag. Wir wissen schon, dass es vollbracht ist, ja? Es ist vollbracht. Dieser Sieg am Kreuz, das vollbrachte Werk auf Golgatha, hat den Anfang gehabt, ganz am Anfang, ab in die Wüste, alleine. Deine großen Siege, über die du erzählen wirst, die großen Siege, die du erringen wirst, haben ihren Ursprung alleine in der Wüste bei der Versuchung mit dem Teufel. Jesus war ganz alleine, da war niemand mehr. Kein Jünger, da war der Teufel und Jesus. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du voller Schmerzen bist, wenn du voller Krankheit bist, wenn du voller inneren Emotionsniederlagen bist, bist du wie alleine, egal wie viele Menschen um dich herum sind. Und da kommt es drauf an, was machst du mit Gott? Wie redest du mit dem Teufel? Da können 20.000 Leute um dich herum sein, du fühlst dich alleine. Und Jesus wurde geführt in die Wüste, um vom Teufel versucht zu werden. Vers 2, und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Wir haben jetzt gerade die Fastenwoche hinter uns und wir kennen das gut, ein Hungergefühl. Halleluja. Und er hat 40 Tage gebetet, 40 Tage hat er gefastet. Und dann kommt der Teufel mit der ersten Versuchung
und geht genau auf diesen Hungergefühl ein, genau auf die Bedürfnisse des Körpers. Und Vers 3 hier steht drin, und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, das ist auch interessant, oder? Die beiden kennen sich vom Himmel. Das ist wie, wenn ich meiner Mama sagen würde, wenn du meine Mutter bist. Hallo? Also, was klar ist, ist klar. Jesus versucht ihn zu pieksen mit seiner Identität. Wenn du Gottes Sohn bist, wenn du wirklich der bist, für den du dich hältst, wenn du Gottes Sohn bist. Diese Geschichte kennen wir vom Karfreitag. Da kommen die Leute, wenn du Gottes Sohn bist, steig doch runter. Das verfolgt ihn vom Anfang bis zum Ende, wenn du Gottes Sohn bist. Leute werden deine Stellung, dein Glauben, deine Stufen, die du in Jesus Christus hast, kritisieren und werden sagen, wenn du das wirklich bist, dann mach doch das und das. Ich lade dich ein, lass dich nicht reizen. Wenn. Nein, nichts wenn. Und dieser Teufel kommt und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Brot wäre jetzt wirklich gut, weil Jesus hat ja gerade gehungert. Und er kann das ja machen, er könnte ja locker machen, hey, let's go, Steine werden zu Brot. Würde das funktionieren? Klar würde es funktionieren. Könnte er machen, wäre kein Problem. Jesus antwortet aber hier, Vers 4, er antwortete und sprach, es steht geschrieben. Alle zusammen? Es steht geschrieben. Das sind die wichtigsten Punkte. Die einzige Sprache, die der Teufel versteht in der Wüste, ist das Wort Gottes. Nicht deine Meinung. Nicht ein YouTube-Spruch. Nicht irgendwas, was du gehört hast. Nur das Wort Gottes. In der Wüste fällt alles weg. Da hast du nur noch die Grunddinge da. Und wenn du sie in deinem Herzen hast, das Wort Gottes, kommt das Wort Gottes raus. Wenn man dich so richtig reizt, wisst ihr, wir sind ja im Gottesdienst jetzt hier und da sprechen ja alle heilig. Bruder so und so, Schwester so und so, Halleluja, wunderbar und alles ist so wunderbar hier, gell? Alles so liebevoll. Und stell dir mal vor, du bist deine ganze Nacht geknechtet und der Teufel haut rein und du hast Schmerzen ohne Ende und dann wachst morgens auf und hast eine ganz neue Theologie. Ich glaube, mit mir geht's zu Ende. Und du sprichst Dinge aus, wo überhaupt nicht von Gott sind. Und dann kommt dein Nachbar und piekst rum. Danach kommst du ins Geschäft und die pieksen auch rum. Und dann pieksten die Leute die ganze Zeit rum um dich herum und die heilige Stimmung des Gottesdienstes ist weg. Und die pieksten rum und dann, je mehr sie pieksten, dann kommen irgendwie Sachen raus. Und deine Kinder machen irgendwas, dein Ehepartner macht noch irgendwas und deine Schwiegermutter ruft auch noch an und dann kommt irgendwas raus. Was aus deinem Mund kommt, ist das, was da drin sitzt. Das kommt meistens raus, wenn Druck zustande kommt. Auf einer Zahnpastatube steht irgendwas drauf. Aber egal, was draufsteht, wenn Druck kommt, kommt das raus, was drin ist. So sind auch wir. Wenn Druck kommt, kommt das raus, was drin ist. Und wenn du religiös schön reden kannst beim Gottesdienst, hilft es dir genau gar nichts in der Wüste. Es hilft dir nur das Wort Gottes, das du auswendig gelernt hast. In der Wüste kannst du nicht googeln. In der Wüste hast du kein Pastor vor dir. In der Wüste hast du kein Licht, da kannst du auch nicht mal gucken oder nachschlagen. In der Wüste hast du nur das, was du gelernt hast in Zeiten vor der Wüste. So bitte nimm diese Worte, du musst noch nicht viele, aber du musst 5 bis 10 Bibelstellen auswendig können. Für Zeiten, wenn du in die Wüste reinmarschierst. Und dann gibt es nur eine Sprache, alle zusammen die 3 dicken Worte. Es steht geschrieben. Nicht rumdiskutieren bitte. Wenn du anfängst rumzudiskutieren, hast du schon verloren. Der Teufel hat mehr Erfahrung mit uns Menschen wie wir mit ihm. Jahrtausende hat er Erfahrung, aber er kann nichts machen gegen das Wort Gottes. Da ist zu Ende bei ihm. Er hat einmal versucht, sich gegen Jesus zu stellen und hat
erbarmungslos versagt. Aber er wird gewinnen, wenn er sich gegen dich stellt. Wenn du den Kampf kämpfen willst, wirst du auch erbarmungslos versagen. Wenn du dich aber auf Jesus stellst, wirst du siegreich überwinden. Und die Worte von Jesus haben Macht und Kraft in Wüstenzeiten. Alle zusammen? Es steht geschrieben. Jesus hat also gesehen, da sind Steine. Er muss nur reden und es wird Brot. Und was macht er? Nein, er geht nicht auf diese Versuchungen ein, sondern er sagt, es steht geschrieben. Ja, was steht geschrieben? Nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund ausgeht. Mund Gottes ausgeht. Jetzt geht's weiter. Vers 5. Was passiert alles in der Wüste? Ich lese mal langsam vor und versuche dir mal das vorzustellen, was da jetzt steht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels. Schau mal, was hier steht. Der Teufel nimmt Jesus mit auf die heilige Stadt und stellt ihn irgendwo drauf. Steht hier. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels. Da kommt also der Teufel und sagt, hey Jesus, komm mal mit. Mit welchem Recht kommt der Teufel und nimmt den Messias mit und stellt ihn irgendwo hin? Könnt ihr euch das vorstellen? Jesus hat das auch nicht gejuckt. Na gut, gehe ich halt mal auf die Stadt da drauf. Die meisten Leute erzählen immer in Zeiten der Wüste genau diese Story. Da kommt der Teufel mitten in der Nacht und der nimmt mich mit und der macht das und das und der Teufel blam blam und reden ihr ganzes Zeug und geht 20 Minuten über die Versetzung vom Teufel auf die Stadt. Und die vergessen das Wichtigste in der Wüste. Die drei Worte? Es steht geschrieben. Nicht, was der Teufel macht, ist wichtig in der Wüste, sondern was du sprichst in Zeiten der Versuchung ist wichtig. Und die meisten machen rum und sagen, boah, der Teufel hat so eine große Macht und wie kann der mich einfach mitnehmen? Was macht er in meiner Ehe? Das kann doch nicht sein. Hey, das ist total unwichtig. Wichtig ist, was du sprichst in Zeiten der Wüste. Nicht, wie groß die Story ist. Jesus hat es überhaupt nicht bemerkt, er hat es überhaupt nicht ausgesprochen, er hat es überhaupt nicht, also hat es gar nicht bewertet. Er hat einfach sich mitnehmen lassen. Finde ich auch cool. Vers 6. Und er spricht zu ihm, also der Teufel, wenn du Gottes Sohn bist, geht schon wieder auf die Sache hier auf, also wieder auf seine Identität, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Also, stell dich oben hin und werf dich runter. Und jetzt wird es immer cooler. Jetzt zitiert der Teufel Wort Gottes. Denn es steht geschrieben. Er weiß schon, dass er nicht weiterkommt, wenn er nicht das Wort Gottes zitiert. Also wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Steht das im Wort drin? Steht drin. Steht drin. Der Teufel benutzt jetzt das Wort Gottes, um den Teufel zu versuchen. Sorry, genau. Teufel benutzt es, um Jesus zu versuchen. Das heißt, er nimmt das Wort, das stimmt, das ist das Wort, und versucht, seine Motivation der Versuchung reinzubringen. Und jetzt wird es gefährlich. In Zeiten der Versuchung gibt es manchmal Menschen, die zu dir kommen, besonders auf YouTube, die auch noch das Wort vorlesen und das sich richtig geistlich gut anhört. Und sie sprechen auch, es steht geschrieben. Dahinter steckt aber eine Schlange der Verführung. Bitte achte, wem du zuhörst und wem du deine Ohren gibst. Wer in dein Leben reinsprechen darf. Der Teufel hat das Wort genommen und hat versucht, seine Motivation der Verführung, der Manipulation zu benutzen, dass Jesus abgleitet.
Und so gibt es Menschen, die versuchen, in der Zeit der Wüste mit dem Wort Gottes, so steht es auch geschrieben. Und sie benutzen das, damit du wegkommst von dem. Also entscheidend ist nicht das Wort an sich, entscheidend ist das Wort gefüllt mit Liebe und nicht gefüllt mit Manipulation. Der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Es muss zusammenkommen mit dem Geist und dem Wort. Es muss zusammenkommen mit der Liebe und mit dem Wort. Wenn das weg ist, ist das Wort, ist der Buchstabe an sich eine tödliche Waffe. Ansonsten ist es ein lebendiges Wort. Und ich möchte dich ermutigen hier. Hier kommt der Teufel und er benutzt das Wort Gottes, um Jesus zu verführen. Und dann sagt Jesus, Vers 7. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Jesus hat ein Ziel. Er weiß, der Grundgedanke des Evangeliums ist nicht versuchen, sondern wenn Gott spricht, wenn der Vater spricht, dann werde ich tun. Wenn der Teufel aber spricht, werde ich es nicht tun. Lass dich bitte nicht reizen. Mach das, was der Vater dir sagt. Nicht, was Menschen von dir wollen. In Zeiten der Versuchung, in Zeiten der Wüste, wirst du auf diesen zwei Ebenen herausgefordert. Ebene Nummer 1, deine körperlichen Bedürfnisse, deine sexuellen Bedürfnisse, dein Hunger, dein Kommunikationsbedürfnis, dein Familienbedürfnis, alle möglichen Bedürfnisse, wo der Teufel versucht, um dich da irgendwie um die Finger zu wickeln. Wenn du da überwindest, wird er hochgeistlich kommen mit Leuten, und die Bibel sagt das, in den letzten Tagen werden falsche Propheten aufstehen. Und sie werden das Wort predigen. Und dann wird er versuchen, mit irgendwelchen Bibelstellen dich da rumzuführen und dich zu verführen. Und wie viele Leute kenne ich, die mit Wort Gottes verführt wurden? Abgedriftet vom Evangelium. Und ich lade dich ein, achte auf die Motivation. Mehr wie die Predigt, achte auf den Prediger. Mehr wie die Botschaft, achte auf den Botschafter. Denn jeder spricht, auch ich heute, spreche aus dem, was ich im Herzen habe. Und es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass du prüfst, wen du dazu hörst. Nicht die Botschaft ist entscheidend, der Botschaft, der ist entscheidend. Bitte achte darauf. Und dann sagt Jesus hier im Vers 7, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Ja, wiederum steht geschrieben. Alle zusammen? Wiederum steht geschrieben. Also das Erste, was Jesus gesagt hat, war, es steht geschrieben. Und dann sagt er hier im Vers 7, wiederum steht geschrieben. Also du hast also eine Sprache in der Wüste. Wenn du in der Wüstenzeit bist, hast du nur die Möglichkeit, das Erste, es steht geschrieben. Und dann geht der Kampf weiter, wenn du überwunden hast, kommt die zweite Stufe, dann sagst du, wiederum steht geschrieben. Genau, jetzt üben wir das schon mal so richtig gut, jawohl. Warum ist das wichtig? Weil danach kommen Engelsbegegnungen. Manche bleiben immer auf Stufe 1 stecken oder auf Stufe 2 stecken. Wenn du wirklich durchbrechen willst, Jesus ist durchgebrochen als Überwinder. Er hat es überwunden und so lade ich dich ein, dass du alle drei Stufen durchgehst. Stufe Nummer 3. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Es geht wieder los. Der Teufel auf dieser Stadt nimmt Jesus von der Stadt weg. Jesus, ich nehme dich mal mit. Der Teufel macht es. Nimmt ihn auf einen sehr hohen Berg und stellt ihn da oben drauf. Wieder die gleiche Frage. Mit welchem Recht macht er das? Keine Ahnung. Was können wir davon lernen? In Zeiten der Wüste werden bestimmte geistliche Dinge geschehen, von denen du keine Ahnung hast. Bestimmte okkulte Dinge wollen sich melden, bestimmte Herausforderungen kommen, bestimmte Dinge, die keiner erklären kann. Bestimmte Dinge, die zustande kommen, die du nicht einordnen kannst. Bestimmte Dinge, die an der Grenze des Todes sind. Bestimmte Dinge, die an der Grenze der Autorität sind. Bestimmte Dinge, die du nicht einordnen kannst. Aber ich lade dich ein, lass dich bitte nicht ignorieren, lass dich nicht in die Ecke treiben. Egal was da ist, am Ende gibt es nur eine Sprache, nämlich, wie heißen die drei Worte? Es steht geschrieben und das zweite, wiederum steht geschrieben. Sehr gut, genau.
Und dann nimmt der Teufel Jesus hier mit auf diesen sehr hohen Berg und zeigt ihm alles im Vers 9. Und er sprach zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Der Teufel hat kapiert, ich kann ihn nicht versuchen mit seinen körperlichen, seelischen, emotionalen Bedürfnissen. Das klappt nicht. Danach kann ich ihn auch nicht verführen oder manipulieren mit dem Wort Gottes. Klappt auch nicht. Ich kann ihn nicht in seine Autorität irgendwie. Dann sagt er, okay, jetzt mache ich mal absolute Offenheit. Er wusste, auch interessant hier, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Der Teufel, der Fürst dieser Welt, sagt, dieses Ding hier, alles was du siehst, kann ich dir geben, Jesus. Alles. Und jetzt macht er offen, also er legt alles offen. Er manipuliert nicht mehr, er macht es direkt. Und er zeigt ihm alles und sagt, ich gebe dir alles, wenn du eins tun willst, wirst mich anbeten. Fall nieder und bete mich an. Letztendlich will der Teufel eins von dir. In der Zeit der Wüste will er deine Anbetung. Er will, dass du dich niederbeugst vor den Umständen und ihn anbetest, nicht mehr Gott anbetest. Dass Leute beten dann den Alkohol an, Drogen an, Videospiele, Romane, gehen in die Depression, beten sie an, Mitleidsanbetung. Hauptsache nicht Gott anbeten. Hauptsache zurückziehen in eine Ecke und anbeten, dem keine Anbetung gebührt. Und es gibt nur einen, dem Anbetung gebührt. Und dieser eine ist Jesus Christus. In Zeiten der Wüste. In Zeiten der Wüste wird der Teufel ein einziges Ziel versuchen zu bekommen. Dein Herz der Anbetung. Das ist das oberste Ziel, was er hat. Und wenn du deine Zeit, dein Herz, deine Energie, deine Kraft etwas anderem gibst als Jesus, musst du wieder auf die Stufe 1 zurück. Und so gibt es Menschen, die sind jahrelang in der Wüste, weil sie letztendlich eins nicht verstanden haben, mein Herz gehört Jesus. Und ich lade dich ein, bete nicht einen Götzen an, bete Gott an. Das war ein Rema-Wort, habe ich gespürt für viele hier. Halleluja. Jesus, klar, der macht sowas nicht. Aber was hat er hier versucht? Der Teufel hat versucht, das Herz von Jesus zu packen. Jesus hat hier richtig Schmerzen gehabt am Kreuz. Wir hatten gestern Karfreitag. Er hing am Kreuz. Jesus wird geschlagen. Er hängt am Kreuz. Jesus blutet. Seine Hände sind fixiert, seine Füße sind fixiert und alles ist durch und er weiß, er muss 33 Jahre auf dieser Erde sein. Er muss durch diese Leidensqualen gehen. Er muss ausgepeitscht werden. Er muss bluten. Er muss diese Schmerzen auf sich nehmen. Er muss als unschuldiges Lamm, muss er alles geben. Er muss da durchgehen. Er muss sein ganzes Leben geben und das wird nicht einfach werden. Jesus war ja nicht irgendwie ohne Schmerzen. Er hat alle Schmerzen miterlitten wie wir, doch ohne Sünden. Alle Versuchungen wie wir, doch ohne Sünden. Und er hat alles schon gesehen, in ein paar Jahren werde ich am Kreuz hängen. Und er weiß ganz genau, diesen Leidensweg, der wird heftig. Der Teufel wusste das auch. Und er sagt, Jesus, komm, wir sind alleine, ganz alleine, wir beide, du und ich. Jesus, das kannst du dir sparen. Du musst nicht ans Kreuz. Du musst das ganze Zeug nicht machen, du kannst dir die Leiden sparen. Wir haben einen kürzeren Weg. Da gibt es einen Weg der Abkürzung. Machen wir es schneller. Du kannst dir das ganze Zeug ersparen. Du musst nur eins tun. Fall nieder und bete mich an. Und so gibt es manche Versuchungen in Zeiten der Wüste, wo man unter vier Augen miteinander spricht. Und sagt, hey, es gibt einen kürzeren Weg. Die Leiden musst du nicht ertragen. Komm, wir machen es kürzer. Warum bist du so lange mit deinem Ehemann oder Ehepartner zusammen? Kürze es ab, lass dich scheiden. Warum bist du in dieser komischen Gemeinde? Kürze es ab, geh einfach raus.
Warum machst du noch da rum mit diesen ganzen Leuten? Kürz es ab. Geh einfach weg. Und wie oft sind wir in der gleichen Versuchung in Zeiten der Trübsal, in Zeiten der Wüste? Da kommt der Teufel mit einem Angebot und sagt, hey, da gibt es einen besseren, schnelleren Weg. Einen besseren Weg. Du kannst einfach kürzer machen. Komm, unter vier Augen, wir miteinander. Ich gebe dir das einfach. Und so hat er Jesus versucht. Hey, du musst das ganze Zeug nicht mehr machen. Ich gebe dir alle Reiche. Und du musst gar nicht ans Kreuz. Der Weg, der kürzer ist. Wie oft bist du zusammen mit jemandem, der dann unter vier Augen mit dir geheim reden will? Hey, es gibt einen kürzeren Weg, eine Abkürzung. Und ich lade dich ein, geh niemals Abkürzungen. Ein schwaches Amen, geh niemals Abkürzungen. Wenn du Abkürzungen gehst, wirst du wieder von Beginn an anfangen müssen. Das ist nicht sehr, sehr ratsam. Abkürzungen sind nicht schneller, sondern sie bringen dich letztendlich nicht ans Ziel. Und was sagt Jesus hier? Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan. Hat ihn mal genervt jetzt langsam, ja? Beim dritten Mal schon hier. Geh hinweg, Satan. Das ist eine gute Antwort, wenn du nicht gegen den Ehepartner, ja, sondern gegen Satan reden, ja? Geh. Jetzt lacht ihr, ja? Okay, genau. Also bitte verwechseln nicht den Gegner, ja? Den Satan gebieten wir, dass er verschwindet. Geh hinweg, Satan. Und da steht, denn es steht geschrieben. Alle zusammen? Denn es steht geschrieben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Lass dein Herz immer einem dienen, Jesus Christus. Dein Herz, deine Zeit, deine Energie, deine Kraft soll einem gebühren. Und das ist der Herr, Jesus Christus, der am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Genau, Amen, Amen. Wir üben nochmal die drei Worte. Schritt Nummer eins ist, es steht geschrieben. Und dann zweitens, wiederum steht geschrieben. Und hier, Vers 10, denn es steht geschrieben. Das kannst du dann üben, ja? Also du brauchst in der Wüstenzeit, wenn der Teufel dich herausfordert mit körperlichen, seelischen, emotionalen Bedürfnissen und dich da reingeht, dann sagst du mit der Antwort, es steht geschrieben. Und dann macht er weiter und versucht dich zu manipulieren. Dich zu manipulieren mit dem Wort Gottes. Was sagst du dann? Wiederum steht geschrieben. Und dann kommt er und sagt, hey, ich gebe dir alles. Abkürzung. Du kannst jetzt mal schneller zum Ziel kommen. Du musst nur eins machen, du musst nur mich anbeten. Gib mir deine Anbetung, gib mir dein Herz. Gib mir, gib mir, gib mir. Was sagst du dann? Denn es steht geschrieben. Jawohl, genau. Und dann lade dich ein, dass du diese Aussagen des Wortes ernst nimmst, dass du das aussprichst, dass du das immer wieder, das Wort Gottes aussprichst. In Zeiten der Wüste gibt es nur eine Sprache. Nur eine Sprache, die der Teufel versteht. Und diese Sprache ist das Wort Gottes. Bitte lernen Sie auswendig. In Zeiten, wo ich unheilbar krank war, ich humpel rum und kann nicht laufen und spreche aus, es steht geschrieben, durch seine Wunden bin ich geheilt. Und mein Körper sagt, überhaupt nicht. Und ich mache, doch, es steht geschrieben, durch seine Wunden bin ich geheilt. Mein Körper, überhaupt nicht. Und Glaube kommt aber vom Hören, genau, der Botschaft Gottes. Und Glaube ist gewachsen, Gott hat mich geheilt. Und die Ärzte haben gesagt, in 2 Jahren wirst du im Rollstuhl sitzen. Heute bin ich 20 Jahre vollständig geheilt. Weil es einen Gott gibt, der heute noch heilt und sein Name ist Jesus. Amen, 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 Amen. Jawohl. Und dann Vers 11. Jesus hatte bewunden 3-mal. Ja, erstmal es steht geschrieben, wiederum steht geschrieben. Und dann, genau, denn es steht geschrieben, genau. Und dann kommt Vers 11. Dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Wow. Ja, Vers 11, noch eins weiter. Vers 11, bitte weiterklicken, genau. Dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Und Gott hat mir gezeigt, in den nächsten Monaten werden ganz viele von uns Engelsbegegnungen haben. Aber Jesus hat mir gesagt, lehre mein Volk, dass sie ihre Autorität kennen müssen. Du hast Autorität zu treten auf Schlangen, Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes. Diese Autorität hast du. Du bist kein Spielball vom Teufel, du hast Autorität. Du hast sie. Gott hat mir gesagt, erlehre mein Volk, dass sie die Autorität haben, dass sie das Wort benutzen und dass sie das benutzen in Zeiten der Wüste. Und danach kommt Vers 11. Dann kommen Engel Gottes und dienen dir. Und glaub mir, wenn die Engel dir dienen, das wird richtig gut. Oh, ich würde heute nicht mehr leben, wenn wir keine dienbaren Engel hätten. Engel haben mir oft das Leben gerettet in meinem Leben.
Kommt dann bei der anderen Predigt mal dran, ja? Könnt ihr gespannt sein. Was ist der Schlüssel in Zeiten der Wüste? Gottes Wort. Der Schlüssel, kenne das Wort. Markus Kapitel 13, Vers 31 sagt, Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Eins weiter. Genau, der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Wenn du dein Leben auf das Wort Gottes stellst, dann wird dein Leben Bestand haben. Wenn du dein Leben auf deine Meinung stellst, wird es zu 100% nicht bestehen. Deine Meinung mit deiner Idee wird vergehen. Zusammen mit deinem Garten und deinem Haus und deinem Auto. Ist leider so. Und deine Meinung auch noch mit. Das Einzige, was bleibt, ist das Wort Gottes. So bitte, 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 stell dein Leben auf das Wort Gottes. Ja, wir haben schöne Häuser und Autos und Gärten und ach, ist alles schön und gut, wir genießen es, danke Jesus, aber Bestand hat nur eins, das ist das Wort Gottes. Jawohl, kenne das Wort. Dann Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, jetzt alle zusammen, und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort Gottes, wenn du es aussprichst, hat es drei Eigenschaften. Es ist lebendig und wirksam und schärfer. Das sind drei Ebenen, ja? Das ist kein totes Wort. Das Wort ist Leben. Es ist Jesus selber da drin. Wenn du aussprichst, es steht geschrieben, kommt etwas Lebendiges in dich hinein. Es ist lebendig. Und das, was du aussprichst, ist keine komische Theorie. Es ist, Schritt Nummer zwei, wirksam. Alle zusammen, wirksam. Wenn du kommst und Dinge aussprichst, ist etwas Lebendiges freigesetzt in deinem Leben, in deiner Familie, in deinem Geschäft, in deiner Umgebung. Und es ist wirksam. Es wirkt das, wozu es ausgesandt wurde. Ich wäre heute nicht hier, wenn das Wort Gottes nicht wirksam ist. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer. Es gibt bestimmte scharfe Dinge in der Welt, bestimmte scharfe Redner, es gibt scharfe Politiker, es gibt scharfes Essen, ja, alles Scharfes gibt es so. Aber es gibt etwas, was schärfer ist. Schärfer wie jedes zweischneidige Schwert. Und das ist das Wort Gottes. Wenn Leute dich attackieren, bam, 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 und es geht richtig ab, dann hast du etwas, was schärfer ist. Was ist diese Schärfe? Das Wort Gottes. Ich war jetzt in Indien Ende letzten Jahres und mein Bruder Harry, der mag scharfes Essen. Mein Papa auch. Dann waren wir in so einem, keine Ahnung, was das war, so ein Bereich da halt mit ganz viel so Peperonis-Zeug und ganz viele scharfen Dinger. Und ich habe gefragt, wo gibt es die schärfsten Gewürze hier? Die allerschärfsten, die es gibt. Und dann sind sie irgendwo in die Ecke mit mir gegangen, irgendwas Verbotenes haben sie mir wahrscheinlich verkauft. Und dann haben sie mir eine Tüte gegeben mit irgendwelchen ganz scharfen Dingen. Habe ich da mitgebracht. Ich sagte, Harry, jetzt kannst du mal was Scharfes essen, ja? Und dann sagte, ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Und dann hat es gegessen. Und dann habe ich so gefragt, und hast du überlebt? Jawohl, immer ein kleines bisschen. Wenn man zu viel macht, ist es schädlich. Hat immer ein kleines bisschen. Und hier sagt das Wort, da gibt es etwas, was schärfer ist wie jedes Schafe auf dieser Erde. Wenn du das Schärfste suchst, wird es noch etwas geben, was noch schärfer ist. Das Wort Gottes. Wir hatten eine scharfe Theorie vor 3 Jahren. Mit dem Wort C. Oder? War scharf, oder? Das Wort ist aber schärfer. Da waren scharfe Wellen, die gegen uns gehen. Aber da gibt es etwas, das ist schärfer. Und so will ich ermutigen, wenn du das Wort aussprichst, Punkt Nummer 1, es ist lebendig und es ist wirksam und es ist schärfer. Schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und was macht es? Es dringt durch zwischen Seele und Geist. Manche Menschen haben so das Problem, oh, ich möchte geistlich leben, aber ich falle die ganze Zeit in meinen seelischen Problemen hinein. Die ganze Zeit habe ich seelische Probleme und dann will ich wieder geistlich leben und dann bin ich wieder seelisch und dann wieder geistlich und wieder seelisch und so. Was ist das Wort, was ist die Lösung? Das Wort Gottes brauchst du da drin.
Denn das Wort Gottes ist durchdringend zur Scheidung von Seele und Geist. Es macht es einfach kaputt. Und es scheidet da drin. Wie funktioniert das? Indem, dass wir sagen, hey, wir wandeln im Geist und wir werden die Begierden des Fleisches nicht mehr erfüllen. Galater 5, so steht es drin. Und wenn du das aussprichst, wird es zustande kommen in deinem Leben. Sowohl der Gelenke als auch des Markes und ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens. Wow, das gefällt mir. Wenn du das Wort aussprichst, was geschieht in diesem Moment? Deine Gedanken werden gerichtet. Da gibt es einen Haufen Medienmüll, was uns zuballert. Den ganzen Tag. Und dein Kopf ist dann voll mit allem Möglichen. Und wenn du wieder klare Gedanken haben willst, was brauchst du? Das Wort Gottes. Nicht noch mehr Medien. Okay, das Wort Gottes. Warum? Weil das Wort Gottes ist ein Richter der Gedanken. Es richtet, was falsch ist. Und wenn du das Wort annimmst, kommen ganz neue Gedanken hoch. Und der Gesinnungen des Herzens. Bestimmte Gesinnungen des Herzens sind böse. Und wenn das Wort ausgesprochen wird, werden die Gesinnungen des Herzens, kommen sie hoch und kommen in die Ordnung Gottes. Und das, da möchte ich ermutigen, das Wort Gottes ist der Schlüssel in Zeiten der Wüste. Menschen, die in der Wüste stecken und die nicht rauskommen, sie brauchen das Wort Gottes. Und ich möchte dich ermutigen, nimm deine Autorität, spreche es aus und komm raus aus der Wüste. Das Schwert des Geistes, ja, wollen wir lesen. In Epheser Kapitel 6, Vers 17 steht drin. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, was ist? Gottes Wort. Und ich möchte dich ermutigen, dass du das nimmst. Es gibt eine Anweisung, das ist keine Empfehlung, das ist eine Anweisung von Paulus hier für die neutestamentliche Gemeinde. Nimm den Helm des Heils und nimm das Schwert des Geistes. Und dieses Schwert des Geistes heißt das Wort Gottes. Wozu brauchen wir das Wort? Das Wort als Verteidigung gegen die Angriffe des Feindes aussprechen. Punkt Nummer 2. Der eigentliche Kampf wird mit dem Schwert geführt. Manche Leute nehmen ihre Schuhe und machen, Teufel, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Es ist nicht effektiv. Das einzige Effektive im Kampf ist dein Schwert. Und nicht deine Meinung oder was jemand gesagt hat oder was du denkst oder eine Theorie oder die 10 Möglichkeiten des Erfolges laut Google. Das einzige, was hilft in Zeiten in der Wüste, ist das Wort Gottes, das Schwert. Nicht deine Schuhe oder dein Gürtel. Hallo. Ja. Nein. Kennt ihr den Gürtel der Wahrheit? Da gibt es Leute, die sagen, wir müssen wahrhaftig sein. Ja, das stimmt ja. Ist richtig, wahrhaftig. Aber in Zeiten der Wüste, da geht es nicht um dein Gürtel. Da geht es um das Wort Gottes, um das Schwert. Du brauchst das Schwert in diesem Moment und nicht hier irgendwelche andere Dinge. Ja? Und da möchte ich ermutigen, der eigentliche Kampf in Zeiten der Wüste ist dein Schwert. Und bitte nimm dieses Schwert. Punkt Nummer 3, dem Feind mit Hilfe des Wortes Gottes widerstehen. Dazu braucht man ein Schwert. Also Schwert des Geistes. Das heißt, wir verteidigen uns gegen die Angriffe des Feindes mit dem Schwert des Geistes. Dann ist der eigentliche Kampf mit diesem Schwert und mit Hilfe des Wortes widerstehen wir. Und das steht drin in Jakobus Kapitel 4, Vers 7. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Können wir das mal zusammen aussprechen? Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Wenn du willst, dass der Teufel flieht, hast du 2 Aufgaben. Erstens musst du dich wem unterwerfen? Gott. Nicht dem Teufel unterwerfen. Letztlich wollte der Teufel die Anbetung von Jesus haben. Jesus hat aber gesagt, nein, ich unterwerfe mich nur Gott und ich gebe ihm alleine die Ehre. Und unser Ziel ist, unterwirft euch Gott und das zweite, widersteht aber dem Teufel. Du kannst aufstehen und sagen, Gott, ich bete dich an von ganzem Herzen und Teufel, verschwinde aus meinem Haus. Amen. Du unterwirfst dich Gott und widerstehst dem Teufel. Nicht andersrum, okay?
Gott anbeten, Teufel widerstehen. Und dann, was ist die Folge? Und er wird von euch fliehen. Der Teufel wird von dir fliehen. Amen, sehr gut. Na, unterwerf dich Gott. Und so, und jetzt gebe ich dir Tipps, wie du das umsetzen kannst. Ja? Wie kannst du das umsetzen? Das Wort Gottes lesen und verstehen. Wenn du Probleme hast mit dem Verstehen, komm in die Bibelschule Modul 1 oder Modul 2. Ja? Wir haben gute Bibelschullehrer, Glaubensgrundkurs und so weiter. Geh in Hauskreise, Kleingruppen, lese das Wort und verstehe das Wort. Das ist wichtig, dass wir es verstehen. Dann Punkt Nummer 2, das Wort Gottes im richtigen Kontext lesen. Du kannst irgendwelche Sachen lesen, von irgendwo rausholen als kleines Ding und hast plötzlich eine ganz neue Theologie oder eine ganz neue Meinung oder eine ganz neue Sichtweise. Bitte, bitte, schau auf den Kontext da drin. Wir haben es gesehen beim Teufel. Er hat mit dem Wort Gottes manipuliert, aus dem Kontext heraus, um seine eigene Motivation hin zu manipulieren. Wichtig ist hier der Kontext. Das Herz, den Grundgedanken des neuen Bundes müssen wir aufrechterhalten. Punkt Nummer 3, das Wort Gottes aussprechen. Bitte sprich das Wort Gottes aus. Punkt Nummer 4, verstehen, was für eine Waffe das Wort Gottes ist. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Lerne deine Waffe kennen. Spreche es aus immer wieder. Benutze das, ja. Lerne es kennen. Da in der Punkt Nummer 5. Auf seine eigenen Worte achten. Warum? Sprüche 18, Vers 21 sagt, Tod und Leben sind der Gewalt deiner Zunge. Achte bitte auf deine Worte. Je weiter du kommst im geistlichen Kampf mit den Worten, mit der Autorität des Schwertes, sagen wir es mal so, je weiter du kommst, desto schärfer werden deine Worte. Gut und böse, Tod und Leben, gut und schlecht. Und gerade Ehemänner, wenn sie Dinge aussprechen, die aus dem Fleisch sind und schon gewachsen sind in der Autorität des Wortes, können einzelne Worte, die daneben sind, ganze Generationen töten. Anders aber, wenn sie das Wort Gottes benutzen mit Liebe, kann das ganze Generationen aufbauen. Tod und Leben sind der Gewalt deiner Zunge. Achte auf dein Wort. Achte die Worte, die du sprichst. Und Punkt Nummer 6, verstehen, dass das Wort Gottes die einzige Sprache ist, die der Teufel versteht. Es gibt nur eine Sprache, die er versteht in der Wüste, und das ist das Wort Gottes. Nicht deine Meinung, nicht irgendwelche Ideen, sondern das Wort Gottes. Also nochmal, Punkt Nummer 1, wir wiederholen. Lese und verstehe das Wort, lese es im richtigen Kontext, spreche das Wort aus. Punkt Nummer 4, verstehe, dass es eine Waffe ist und lerne diese Waffe kennen. Dann auf deine eigenen Worte achten und benutze es als einzige Sprache gegen den Feind. Nur das versteht er. Mahatma Gandhi, kennt ihr doch, oder? Der hat was Cooles geschrieben, ich habe schon einmal zitiert, jetzt noch einmal zur Erinnerung. Ihr Christen, redet zu uns, ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, um die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist. Sonst nichts weiter. Möchte ich ermutigen, wenn schon die Leute auf der Erde das sagen und das Wort Gottes das sagt, lassen wir uns das Wort Gottes nicht aus der Hand reißen. Es steht geschrieben. Und dann wiederum steht geschrieben. Und Nummer 3, denn es steht geschrieben. Sehr gut, sehr gut. Halleluja. Jetzt möchte ich noch ein paar Punkte geben und dann wollen wir noch ein wunderbares Zeugnis hören. Was kannst du sprechen in Zeiten der Wüste? Wenn du in der Wüste bist und alles geht bergab und der Arzt kommt und sagt, du, mit deinem Leben ist zu Ende. Diagnose, 3 Monate, ist zu Ende, geht nicht mehr. Alles ist zu Ende, was machst du? Du lernst Psalm 103, Vers 1 bis 5 auswendig. Alle zusammen, preise den Herrn, preise den Herrn, meine Seele. Und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Vers 2. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht all seine Wohltaten. Der da vergibt all deine Sünden, der da heilt all deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube,
der dich krönt mit Gnaden und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie beim Adler. Halleluja, eins zurück. Da kommen sie, nicht zurück, ja, kommen sie zu dir und sagen, dein Leben ist zu Ende, geht nicht mehr weiter, ist zu Ende und alles kommt depressiv, geht ab bei dir und alles ist so entmutigt und nein und nein und nein. Dann fangst du an, erstmal zu deiner Seele zu sprechen. Du hast Autorität, zu deiner Seele zu sprechen. Deine Seele ist nicht dein Herr. Jesus ist dein Herr. Du kannst zu deiner Seele sprechen, weißt du das? Innen drin, hey, was ist los da drin? Was geht mit dir? Warum bist du hier so traurig? Hey, was bist du so traurig in mir? Dann sagen wir, lobe oder preise den Herrn, meine Seele. Du kannst reinsprechen, du hast Autorität. Du brauchst nicht jedes Medikament hier, du brauchst das Wort Gottes. Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Du sprichst es aus, du sprichst zu deiner Seele, du gebietest deiner Seele. Vers 2, preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht all seine Wohltaten. Du erinnerst dich an das, da drin geht es um den Erinnerungsvermögen. Du kannst zu deiner Seele sprechen, dass sie nicht vergessen soll. Kannst du machen, steht ja drin. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht all seine Wohltaten. Du kannst also bewusst reinsprechen und das hat Auswirkungen auf dein Erinnerungsvermögen. 3 haben es kapiert. Vers 3. Der da vergibt all deine Sünden und der da heilt all deine Krankheiten. Und du sprichst es aus. Gott, du heilst alles, du vergibst alles, du heilst alles. Vers 4. Der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnaden und Erbarmen. Vielleicht fühlst du dich wie in einer Grube, wie in einem im Loch und du weißt nicht weiter. Und du weißt, hey Mann, diese Grube, die macht mich noch fertig, ich weiß nicht weiter, du bist mitten in der Wüste und dann sprichst du aus. Der dein Leben erlöst aus der Grube. Gott, du erlöst mich aus der Grube. Der mit Gutem sättigt dein Leben und deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Halleluja. Und du sprichst aus. Danke Gott, dass mit Gutem sättigt mich mein Leben und meine Jugend erneuert sich wie beim Adler. Und du sprichst es immer wieder aus und gehst in den geistlichen Kampf. Denn es steht geschrieben. Und dann kommt der Teufel wieder und sagt, nein, schau mal, da ist Angst, Schlaflosigkeit, Panikattacken. Und dann geht er los. Was sagst du dann? 2. Timotheus 1,7. Denn Gott hat mich gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und du sprichst es aus. Wenn du morgens aufwachst, da hast du kein Licht und kein Google da und kein Handy. Dann musst du das auswendig wissen. Es steht geschrieben und dann wiederum steht geschrieben. Ja? Sprich es aus, ich habe keinen Geist der Angst bekommen, keinen Geist der Furcht bekommen, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Sprich es aus immer wieder, bis die Angst raus muss. Als ich damals unheilbar krank war, kam auch ein Geist der Angst auf mich drauf. Ich sagte, Teufel, raus in Jesu Namen. Die vollkommen Liebe vertreibt jede Furcht. Und ich habe keinen Geist der Angst bekommen, sondern der Kraft der Liebe und Besonnenheit. Und es ist weggegangen. Warum? Weil das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer. Amen, amen, amen. Letzte Bibelstelle und dann wollen wir was Cooles hören. Psalm 23, Vers 6. Alle zusammen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und wenn Leute zu dir sagen, nein, du bist schon alt und krank und schwach, ab ins Altenheim und es geht alles bergab bei dir, was sagst du dann? Es steht geschrieben. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Da werden Leute dich auslachen und sagen, bist du ein Fanatiker oder was ist los bei dir? Hast du nicht mal die Realität im Kopf? Was sagst du dann? Wiederum steht geschrieben, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Yes. Ich will mit meinem Himmelserlebnis nochmal enden und dann wollen wir noch was hören. Jesus hat mir gesagt, das war gut, Daniel, dass du deine Auszeit genommen hast und das ganze Wort durchgegangen bist. Denn das Wort Gottes ist ein Schlüssel in Zeiten der Versuchung. Er zeigte mir die Situation von Matthäus Kapitel 4, Vers 1 bis 11. Als er vom Satan versucht wurde und nur durch das Wort Gottes geantwortet und überwunden hat.
Das Wort Gottes ist der Schlüssel für den Sieg in Zeiten der Versuchung. Er sagte mir, dass in den nächsten Monaten werden viele in meinem Volk in Wüstenzeiten kommen. Und in genau diesen Wüstenzeiten und in Zeiten der Schwäche wird der Teufel meine Kinder versuchen. Ich erinnerte mich an 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern und wacht, denn der Widersacher, der Teufel, er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Genau in diesen Wüstenzeiten braucht mein Volk das Wort Gottes und das Schwert des Geistes, um in Zeiten der Versuchung dem Teufel zu widerstehen und zu überwinden. Daniel, lehre mein Volk, dass sie ihre Autorität und mein Wort kennen und in Anspruch nehmen müssen, damit sie genau in solchen Wüstenzeiten überwinden können und nicht fallen werden. Das war mein Auftrag Gottes an euch auch Online-Zuschauer. Bitte kenne deine Autorität und bitte nimm das Wort Gottes, kenne das Wort und nimm es auch in Anspruch. Als der Teufel mich in der Wüste verlassen hat, kamen Engel von meinem himmlischen Vater und haben mir gedient, nach Matthäus 4,11. In den nächsten Monaten werden einige in meinem Volk genau solche Engelsbegegnungen haben, jedoch müssen sie zuerst siegreich durch die Zeiten der Versuchung in der Wüste gehen.